Hub, Hub, Chu, Chu, nee, warte, Chu, Chu ist was anderes, aber Hub, 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 das haben wir hier schon. Ich bin nicht gut in Rocket League, passt schon. Aber ich gebe mir Mühe, versprochen. Das glaube ich dir. Da habe ich keine Sorgen. Was ist denn jetzt los? Ach so, ich habe gerade meine Maus... Ah, okay. Hast gerade deine Maus abgesteckt? Ja, weil meine Maus steckt ja noch da, wo die Capture-Card mal steckt. Ach so. Also nee, die Capture-Card steckt da, wo die Maus mal steckt. So rum. Ja, ich brauche echt mal einen USB-Hub. So, dann, So, ich muss das aber mal in Fenstermodus schalten, damit ich notfalls Kommentare sehen kann. Ich habe lauter Zeug gekriegt. Außerdem möchte ich das Auto ändern, obwohl... Ne, ich ändere das nicht. Das dürft ihr ruhig sehen, dieses Auto. Uch, wo ist denn die Capture Card angeschlossen? Ja. Oder irgendwo nicht mehr angeschlossen. Kamera, Steuerung, UI, Video. So, kein Vollbild bitte ausnahmsweise. Hallo? Muss ich das jetzt irgendwie anwenden drücken oder muss ich es neu starten? Was willst du machen? Achso, da ist ein Übernehmen-Knopf. Ah, den habe ich nicht gesehen. Jetzt habe ich kein Bild mehr. Doch, jetzt ist wieder da. Kein Bild bisher. Ja, ich weiß. Bild muss ich erst noch einstellen. Uff. So. Kommt sofort. Da. So, ich hoffe, es hat jetzt auch direkt die richtige Größe. Ja, perfekt. Okay. Jetzt habe ich auch meinen Controller angeschlossen. Super. Hat ja nur extrem lange gedauert. So, warum will mein Controller aber gerade nicht als Steuerung? Ah, jetzt. Okay. Ich muss aber hier noch was ändern, dass ich eure Kommentare sehe. Bild, yay. Ja, sehr yay. So, hier seht ihr eins meiner Autos. Ist es nicht einfach wunderschön? Game Parade? Total. Es hat ein Thema, ja. Dann habe ich hier noch. Lade ich mal ein. Marigold. America. Ja. Stan of War 3. Ja, möchte ich bitte. So, ich habe dir was geschickt. So, jetzt bist du drin. Wunderprächtig. Warum ist eigentlich bei der Stan of War 3 kein Muster? Da sollte eigentlich mal ein Muster drauf sein. Da war mal ein Muster. Ist natürlich, an Gravity Falls angelehnt. Dann gibt's hier die Biotonne, die ist in der anderen Farbe grün. Preset, Jurassic Wolf gibt's natürlich auch, klar. Preset 3, okay, habe ich versehentlich gemacht. Und mein Auto Hell, das ist so mein normales Auto, sag ich mal. Dann gibt's hier noch, Holy Shit. Mickey's Nightmare. Und dann sind wir wieder, also irgendwie überspringt er ab und zu mal, ich weiß nicht warum. So, das ist, ich glaube, wir fahren heute mit der Stan of War 3. Aber ich würde gern, ich würde gern Muster drauf machen. Ich weiß gar nicht, warum da gerade kein Muster dran ist. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte da mal ein Muster. Vielleicht ist es weg. Vielleicht wurde es irgendwie geändert, das Muster. Kannst du es auch einfach nochmal neu ranmachen, oder? Ja, ich weiß aber nicht mehr, was da mal drauf war. Vielleicht hatte ich da auch gar kein Muster drauf. Kann gut sein. Willst du einfach jetzt mal ein Auto irgendwie machen, damit wir spielen können? Entschuldigung. Ja, ich bleibe jetzt einfach so bei Standardfarbe. Ja. Okay. Du so, startest. Sind wir dann soweit? Ich bin soweit, okay, ja. So, machen 2 gegen 2, dann müssen wir uns nicht mit dem dritten rumschlagen, beziehungsweise der dritte muss sich nicht mit uns rumschlagen. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir so gerissen kriegen. So,
kurz dazu sagen, ich habe schon auch eine Weile nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Steuerung überhaupt noch kann. Okay. Was? Wir haben gewonnen. Seht ihr mal, wie gut wir sind. Ach nee, die haben gewonnen. Verdammt, seht ihr mal, wie schlecht wir sind. Nee, die haben nämlich genau nur deswegen gewonnen, weil die wir ersetzen wollten, sind halt beide geliebt. Ja. Und deswegen hat das Spiel sich gedacht, ja, ne? Dadurch, dass die halt beide geliebt sind, ist im Gegnerteam niemand mehr drin und deswegen haben die jetzt gewonnen. Aber dummerweise haben wir genau in dem Moment sind wir ins Spiel reingekommen. Heißt so, das aber, ich krieg Gegner, die so in deinem Matchmaking drin sind? Ich habe keine Ahnung, was mein Matchmaking ist. Wer geht auf den Ball? Ich. Ja, dann geh auf den Ball. Oh Gott, ich bin halt absolut nicht mehr drin in diesem Spiel. Du bist eindeutig mehr drin als ich. Verdammt. Ja, das war schlecht. Ich hab den Typen mal aus dem Weg geboxt. Warte, ich geh das Tor decken. Jo. Hast du den? War nix. Nee. Ganz eindeutig Manöver, die ich nicht kann. Oh Gott, oh Gott. Oh, da habe ich mir Vorlage gegeben. Na gut, das war ein kleiner Fehler von mir. Ja. Dann gehe ich auf den Ball. Fuck. Ich bin halt so gar nicht mehr drin. Also so überhaupt gar nicht mehr. Nein, fahr nicht ziemlich rein. Entschuldige. Ja. Rohe Gewalt. Mein persönlicher Liebling. Ja, na klar. Oh. So, da musste ich die Notbremse ziehen. Ja, hast du gut gemacht. Versuch nicht, mich reinzufahren. Entschuldige. Oder generell nicht auf mir drauf zu sein. Wenn wir beide am selben Punkt sind, bringt es nicht so viel. Ja, das stimmt. Egal, da versuche ich aber jetzt Torwart zu machen. Du gehst dran, ich mach Torwart. Okay, ja. Bei Overwatch Lucio Ball kann ich auch Torwart machen, da werde ich das hier ja auch hinkriegen. Okay, den wollte ich. Ah, gehst du da drauf? Ne, schade. Ich bin zu weit weg. Hätte ich nicht gekriegt. Ja. So, kommt. Ja, ich bin leider gerade auf dem Rückweg gewesen, weil ich Boost brauchte. Okay, ich spiel den vor. Okay, ich übernehme. Nee, hey, den hat er gekriegt. Passt schon. Oh, warum bist du so weit vorne? Wenn ich vorne bin, musst du so im Mittelfeld ungefähr dich aufhalten. Okay. Damit du. Weil das bringt nichts, wenn du direkt hinter mir herfährst. Ja, in den Fähigkeiten dieses Spiels bin ich nicht so bewandert. Ja, ich meine, musst ja auch nichts Verrücktes machen können. Ah, immerhin hast du es geschafft. Sehr schön. Ja, einfach mal reingekriegt.
Ja, Leute, Pasch ist hier in dem Sinne die Koryphäe. Ach, was heißt Koryphäe? Verdammt, ich wollte eigentlich in den noch reinfahren, bevor er den Ball parieren kann. Okay, den lasse ich dir. Nee, versuch ich den. Oh, okay. Boah, alles klar. Verdammt. Den T-Rex habe ich auch. Ich gehe? Jo. Na, verdammt. Ich hab's probiert. Oh je. Ja, ist keiner mehr daheim. Ja. Ich hab's mit dem Fliegen probiert, ihn in der Luft fangen. Aber leider kann ich das nicht so. Geh du. Verdammt, ich hab das Timing nicht mehr. Früher konnte ich das mal. Zumindest ein bisschen. Nicht gut, aber ein bisschen. Asten? Ja, ich wollte ihn noch in die Luft jagen, aber es hat leider nicht mehr funktioniert. Naja. Ah, ich bin so schlecht in dem Spiel geworden. Aber gut, ich habe auch seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ja, du bist generell immer zu weit vorne. Ja. Wollen wir vielleicht mal gleich den anderen Modus machen? Welchen? Items. Ach so, Rumble? Ja, können wir machen. Da wird das Ganze ein bisschen chaotischer, ein bisschen spaßiger für die Zuschauer und ich kann nicht ganz so viel kaputt machen. Gewinner Team Noob? Die heißen so. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man seinem Team auch Namen geben kann. Ja, das gibt jetzt so Clans. So ähnlich. Okay. Und die kann man gründen. Und wenn alle Spieler aus einem Team demselben Clan beigehören, dann wird dann heißt das Team so. Clan. Genau. Okay. Ja, machen wir mal Rumble. Gibt's aber halt nicht 2 gegen 2. Also dann müssen wir mit einem zusätzlichen Spielen, quasi. Wie? Achso, das geht nur 3 gegen 3. Ja, es gibt kein 2 gegen 2 für Rumble. Okay, ja, dann machen wir einfach. Außer irgendeiner der Zuschauer, sind ja gerade nicht so viele da, aber wenn einer Bock hat, schließt euch uns an. Auf jeden Fall. So, was ist denn das? Wöchentliche Herausforderungen verfügbar. Ich habe eine Benachrichtigung. Ist okay. Auf in die Badlands. Jawohl. So, mit wem spielen wir? Mit Mityaris. Ja, ich bin irgendwie froh, dass wir nicht mit Kim Jong-un spielen. So, mal gucken, wann das nächste Item kommt. 6 Sekunden. So, ich hab Super Boost. Ja, ich wurde leider aus dem Weg gedrängt und hatte auch keinen Boost mehr. Oh, schade. Kim Jong-un hat das Tor gemacht. Ich würde mich ja aufregen, aber ich habe zu viel Angst. Ja, bei dem regt man sich besser nicht auf. Ja, wäre besser. Sonst wachst du eines Tages in Nordkorea auf, man weiß es nicht. Ja, aufwachen. Vielleicht ja, nicht so viel gesagt. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nie mehr. Da macht keiner mehr auf. Oh, Dreck, was ist jetzt los? Ah, ich hab einen Ballmagneten. Ah, sehr schön. Okay, jetzt ich nicht mehr. Spikes. Ah, fuck. Ich hab verfehlt.
Ja, Kim Jong-un. Oh Gott, ja, jetzt ist Kim Jong-un böse. Fuck, die haben den Ball abgenommen. Ist schon klar, wer so spielt, ne? So, jetzt mach den mal rein. Jawohl, sehr schön, gut gemacht. So, mit Magnet kann ich. Mit Magnet schön, kann nicht mal ich's versauen. Schön, wie mit so einem Lasso-Seil. Ja. Einfach vor dem Typen weggezogen, so. Marke, nein. Wie hier bei den Peanuts, wo die den Football immer wieder wegzieht. Okay. Leider meinte der Teammate nicht, dass man vielleicht auch kommunizieren sollte, was man tut. Ach, kommunizieren wird überbewertet. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird unterbewertet manchmal. Sorry, Kim Jong-un, ich nehme dich mit in dem Tornado. Du fährst mir hier nicht ins Tor. Oh, Dreck. Der hat seinen Supermodus aktiviert gehabt. Ja, aber war zum Glück nicht Kim Jong-un. Oh, komm, das schon wieder. Ein Stück runter. Ah, verdammt. Ich habe Kim Jong-uns Motor etwas überladen. Ach, schade, hätte den jemand weggekickt. Oh, Eigentor. Sehr schön, ich habe sogar noch eine Vorlage für gekriegt. Ja, das ist das Mega-Item, die Gedankenkontrolle. Von dieser Berührung habe ich ein Tor gekriegt irgendwie. Das war irgendwie nicht so im Sinne des Schöpfers, habe ich das Gefühl. Ja, was mir gerade auffällt, ich glaube, mein Boost ist falsch. Wieso ist dein Boost falsch? Ganz einfach. Gott, dieses Auto scheint nicht mehr so richtig zu funktionieren, wie es mal sollte. Oh Gott, ich wurde getauscht. Ursprünglich war die Spur von diesem Auto Geld. Mhm. Weil es ist das Auto von Stan, ja, okay, aus Gravity Falls, der ja so geldbesessen ist. Doch, er macht noch Geld. Okay, habe ich falsch gesehen. Deswegen habe ich so ein Dollarzeichen und den Fest von Stan auf und als Spur Geld. Ah, okay. Themenauto. Ja, ist auch ganz nett. Den hast du? Ist jemand in der Mitte? Nee. Nee, leider nicht. Oh, ich werde schon wieder getauscht. Verbiss dich. Oh Gott, ah! Was ist denn da passiert? Mein Motor will überladen. Oh, das war nicht schön. Ja, mein Motor wurde überladen. Ja, fuck, ich war zu niedrig. Sorry. Passt schon. Oh Gott. Oh Gott. Was ist mit dem Ball? Ja! Er ist noch reingekommen, sehr schön. Ich habe mal wieder eine Vorlage, passt. Ja. Ich wollte ihn dann noch mitziehen. Sehr schön, auch ein sehr schönes Ding, was du da als Torknall hast. Jo, gefällt mir auch. Sonst hätte ich es ja wohl kaum als Torknall. Ja, eben. Oh, der wäre fast sogar ohne Boost reingegangen. Verdammt, ich hab gedacht, er ist in einer anderen Position. Oh. Jawoll! Perfekt! Da hat einer meinen Motor überladen, aber hat nicht gedacht, was das vielleicht mir einen Vorteil geben könnte. Oh. Den Kofferraum noch gerade so erwischt. So, der Typ geht nie auf den Ball. Ich habe mal tatsächlich ein paar Spiele gehabt, da ist überhaupt keiner auf den Ball gegangen, außer mir. So direkt beim Anstoß ins Tor.
Oh Gott, ich wurde ausgetauscht. Keine Sorge, ich war dran. Hab ihn. Sehr schön. Ja, siehst du, hier läuft doch schon viel besser. Ja. Hier kann ich mit den Boosts zumindest was wieder gut machen. Okay, der geht nicht dran, ne? Doch, jetzt geht er dran. Warum geht denn der jetzt plötzlich dran? Du musst halt auch erstmal verstehen. Immer, der ist schon mal dran gegangen, als ich das letzte Mal dran gehen wollte. Ich glaube, der wartet, bis ich dran gehe. Das kann sein. So, warte mal. Verdammt, ich konnte ihn... Ich habe noch einen Ballmagneten. Okay, so viel dazu. Das ist gefährlich. Vorsicht. Ja. Oh, wer auch immer dem gerade seinen Motor überladen hat. Das war genial. Oh, verdammt. Jetzt sind wir aneinander reingeboxt. Ja. Oh Gott. Oh. Aha. Kim Jong-un aber genau in die Ecke. Ja. Also das muss ich ihm lassen. Das war echt gut. Punkt genau. So, geh lieber an den Ball. Der wird auch da. Jetzt geht er auch wieder an den Ball. Ich sag's doch! Der kann sich echt nicht entscheiden. Der geht nur an den Ball, wenn ich rangehe. Ich sag dir, wäre ich nicht gegangen, wäre der nicht rangegangen. Ach, ist weg. Sehr schön. Das war gut. Ich weiß nicht, wer den Ball da gefroren hat. Ich auch nicht. Also hättest du nicht, gut, hätte du ich ihn schon geschlagen. Ist gut, dass du dich gerade rangezogen hast. Du gehst dran. Okay, geh ran. Achso. Nee, geh du ran. Ah, verdammt. Jetzt bin ich wieder fleißig rumgetauscht. Ja, war gerade munterer Austausch. Ich hätte sogar noch einen Pömpel. Komme ich noch Richtung Tor? Nee, hält keiner mehr hoch. Ich wollte ja. Ja, war schon gut so. Ah, nee. Oder muss ich auf neues Spiel suchen drücken? Oder? Ich weiß es nicht. Normal hat er ja immer einfach weitergeschaltet. Oh, hey, ich habe eine Kiste gekriegt. Okay, drück du vielleicht mal ein neues Spiel so, weil ich finde das gerade... Ja, schön, muss ich machen. Ja, das ist die Sache, die normalen Spielmodi gibt es nicht mehr im normalen Modus, die gibt es jetzt nur noch im Ranked-Modus. Okay. Heißt das, wir spielen gerade Ranked, oder? Ja, wir spielen gerade Ranked. Ja, super. Ja, halt Rumble-Ranked, wen interessiert's? Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. So, dann schauen wir mal, was es jetzt so gibt hier. Oh, Match has concluded. Wir suchen noch nach einem neuen, so wie es aussieht. Dann, hatte ich eins gefunden. Super. Bei mir ist Match beendet. Ne, jetzt komme ich rein. Okay. Ja, ich wollte gerade meine Kiste aufmachen. So geht's mir bei Overwatch immer. Immer wenn ich eine Kiste aufmachen will, startet das Match. Und wenn eine halbe Stunde vorher nichts gefunden wurde, sobald ich an der Kiste bin. So, wer geht ran? Einer von euch beiden. Okay, niemand. Interessant. Okay. Dann geht einfach niemand ran. Also ich war hinten. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Ich dachte, du wärst an der Seite. Oh, ein Ghostbuster. Also hier Ghostbuster an der Seite. Stimmt, es gab ja irgendwann einen Ghostbuster-DLC, ne? Ah, fuck. Schade. Ghostbuster-DLC brauche ich eventuell auch noch. Ja, das ist tatsächlich das aktuelle DLC, was da gerade so beworben wird. Ich habe zwei Leute zerlegt. Ist gut. Mein Motor wird überladen. Ich hab's gerade so gerettet. Durch meine... Oh, Dreck. Das habe ich nicht erwartet. Oh, das ist ein offenes Tor.
Also wer auch immer sich gerade da rangerissen hat. Oh, dem habe ich gerade auch gegeben. Fuck. Oh Gott, was war das? Er hat das getan. Was genau? Den Ball zu boxen. Ich nicht. So viel kann ich sagen, ich war es nicht. So, ich schieß den Typen einfach mal mit Ball in Richtung Tor. Da haben sich ja wirklich alle vom Tor gesammelt. Ja, guck, ich hab den da hingetreten. Und dann habt ihr euch ja wirklich geprügelt und ich fahr da einfach rein. Das sind drei Ballmagneten. Ich war da gar nicht mit drin. Ich hab mir das alles von Weitem angeguckt. Das war sehr faszinierend. Ach. Du musst dran. Mankey the Ruffy, moin. Ja, die Leute von den Rallyes sind drüben. Maddie hostet. Ja, also freue mich, dass ihr dabei seid. Wir machen gerade ein bisschen Rocket League. Demolition Derby. Und natürlich danke, falls ich es nicht gesagt habe, für die Geburtstagsgrüße. Gab es Geburtstagsgrüße? Achso, sind Leute da von Maddie oder was? Ja. Achso, seit wann? Seit wann ist das passiert? Offenbar seit jetzt. Der hat wohl gerade seinen Stream beendet. Achtung, der Ball muss nur. Pack! So. Sehr schön! Das wollte ich. Sehr das schön. Das wollte ich nur. Der kam gut. Zack. Der kam super. Ja, einmal schön Ufe 12 gekloppt hier. So, Maddie sagt, ihr sollt mal gratulieren kommen. Das ist doch schön. Da ja. Kann man dem Maddie hier nur danken. So, jemand den Ball von unserem Tor weg? Vielleicht? Ja, ich habe ihn leider verfehlt. Ja, von der Streaming. Dann danke. Und auch danke an Maddie. Ja, ist ja jetzt nicht mehr so lange. Nur noch eine halbe Stunde Geburtstag. Tja. So, der geht nicht, so wie es aussieht. Also, der ist irgendwie noch nie rangegangen. Nee, der geht wieder nicht. Oh, fuck. Der kam beschissen. So weit hoch kam ich nicht. Ich bin da zu schlecht für. So schnell hat man seinen Vorteil verloren. 2 zu 0 und dann plötzlich 2 zu 2. Zerstörungsteufel, auch schön. Bist du oder? Okay, ich du bin. Zur Sicherheit bin ich jetzt auch mal vorgefahren, weil ich mir jetzt nicht sicher war. Ja, die anderen sind ja gerade zu dritt vorgefahren. Also das war ja. Na gut, die kriegen nichts gebacken, so wie es aussieht. Oh fuck, ich hab Nitro, also. Der Ball hängt da einfach nur so dumm rum und keiner macht was. Fuck. Vorsicht, der hat seinen Ballmagneten. Oh, wie gut, dass er es verkackt hat. So, halt mal das Tor im Auge, ich muss Boost holen. Ja, warte mal. Okay, alles gut. Ja, ich sehr hab schön, sehr schön. Achtung. Ich hab gefömpelt. Ich überlasse es gerade mal dir. So. Nein! Ach, zu hoch. Schade, schade, was krieg ich? Ah, das wäre schön gewesen. Ja, ich krieg nur einen Tausch leider. Fuck. Sagt man nicht. Böses Wort. Hätte ich auch so gemacht, hätte er es gewusst. Ah, das ist nett. Ja, das war jetzt nicht so praktisch von unserem lieben Freund. Oh, Tornado. Wo kommt der denn her? Ach, ich bin der Tornado, das hab ich gar nicht gemerkt. So geht's natürlich auch, ne? Ja, ich habe Item aktivieren halt auf meinem Stick. Auf meinem linken Stick. Ja, ja, ich auch. Und das, den drücke ich manchmal runter, wenn ich lenke aus Versehen. Ach so. Ja, fuck. Ja, wer hat den da jetzt eingefroren? Das weiß ich nicht, aber wir können den ja einfach holen. Warte gehen. Mal. Ja, fuck. Nein! Ah, das war fast gut. Fast war das gut. Ja, ich drehe mal eine Runde. Ich brauche Boost. Autsch, ich wurde in die Luft gebombt. Da hat mir ein Stiefel leider versaut, dass ich meinen Ballmagneten richtig ausnutze. Sehr gut. Wie gut, dass ich dem gerade eine Überladung passiert habe. Ja, oh Gott, ich wurde getauscht. Wo bin ich? Wer bin ich? Und wie viele? Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Irgendwie will der Ball gerade in die falsche Richtung. Nein, oh, was hat er gemacht? Der hat nicht überladen. Ja, aber das war ja von Anfang an schon Mist. Also da habe ich ihn versehentlich. Da ist meine Schuld.
Das war deine Schuld? Ja, okay, das war auch deine Schuld. Nicht mehr. Ja, es war meine Schuld. Alweis, moin. Ja, schön, dass jetzt immerhin so ein paar Leute rübergekommen sind. Das oh, warum geht da keiner ran? Ich denke immer, der geht ran, wenn er am nächsten dran ist. Ja, der soll ja auch rangehen, wenn er am nächsten dran ist. Ja, macht er aber nicht. Ja, dann sollte der das aber mal machen. Oh Gott, was war das denn? Ein sehr unschöner Handschuh. Ja, der könnte gut sein. Schade. Nee, leider nicht ganz. Gut gerettet. Oh, da ist noch einer. Fuck, alle dran vorbei. Nein, halte den Ball. Oder? Oh, der ist eingefroren. Halte ihn in der Luft. Halte ihn in der Luft. Ja, verdammt. Ja, Dreck. Ja, das war mein Eigentor. Nicht Dose. Moin. Schön, dass du da bist. Mit dem Duffman. Ich muss mal das Fenster verschieben, dass ich den Chat besser sehe. Ja gut, das war doof. Das ist dumm gelaufen. Aber was geht der denn auch nicht ran? Ja, das war etwas komisch. Also der Kerl ist echt etwas komisch. Ja, komm, direkt weiter. Ja, so, vielleicht habe ich jetzt mal Zeit, meine Kiste aufzumachen. Eventuell auch nicht. So, zack, zack, zack. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. So, und jetzt aufmachen. Ja, wenn jetzt so, die Leute vom... wenn jetzt die Leute vom Medi da sind, nochmal Hinweis, Spendenlinks in der Beschreibung. ne, jetzt nichts so, super. Alter, du bist schon wieder hier direkt am Abkassieren, oder was? Das gibt's ja nicht. Ich hab ja nichts gespendet bekommen. Ich habe heute eine riesige Minerva-Welle bei mir. Sehe ich gerade, die kamen alle rein. Was moin, Sir Camelot auch. Ich hab's gar nicht bemerkt. Ach so, ja, das... Eine riesige Solerva-Welle und ich hab's nicht mal gesehen. Und von Road, alles Gute. Und Grüße von Maddie. Ja, danke. Danke an euch alle. Danke an alle, die jetzt hier die riesige Solerva-Welle gemacht haben. Maddie war auch mit dabei. Seht ihr mal, ich war so aufs Spiel konzentriert, dass ich das gar nicht bemerkt habe. Tja, Rocket League ist nun mal serious business. Ja, richtig. Aber trotzdem danke an euch alle. Fourth Birthday, steht sogar da. Brodeo ist jetzt in Pulloverstadt. Moin, Brodeo, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zum Club gehörst. Sehr schön. So, was jetzt? Nick Gurr. Hellcase.com, geht da nicht drauf. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, das ist bestimmt. Der will bestimmt was irgendwas verkaufen. Ja, natürlich. Wollen immer irgendwas verkaufen. Irgendwas wollen die verkaufen. So ein richtiger Verkäufer ist das. Die sind wie ich, aber in schlecht. Oh, jetzt ist gerade noch einer. Jetzt kann ich gerade nicht gucken. Fuck. Beim nächsten Tor gucke ich mal, wer gerade gefollowt hat. Oh, so, Schreck. Ich habe sogar noch eine Parade gekriegt, aber es hat leider nicht mehr geholfen. Schade. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wer hat da gefollowt. Eine Spende war es nicht, das hätte ich gehört. Es war immer noch derselbe Follow, okay. Interessant. Komisch, der hat irgendwie... Vielleicht braucht es einfach noch... Hat ja, entweder okay. Zweimal abgespielt oder... Wir können mal in den Chat schreiben. Habe ich da irgendwas übersehen? Hat das Spiel irgendwas übersehen? Ja, das Spiel, das Dings. Oh, fuck. Oh mein Gott. Das war schlecht. Aber als nächstes muss ich sparen. Ja, ist ja keine Verpflichtung. Ich will ja eh nicht, dass mir irgendjemand spendet, der das Geld dringender braucht. So. Wir müssen alle den Gürtel manchmal ein bisschen enger schnallen. Deswegen schmeiße ich ja hier auch mit Geld um mich. Also. Genau. Man muss ja ein gutes Vorbild sein. Dass ich nach Spenden frage. Ah, fuck, oh, ich dachte, ich komme noch dran. Ja, das passt ja dann auch zum Stan Pines Auto.
geguckt, da habe ich noch die Stacheln ausgefahren und wollte noch dran. Das ist auch cool. Also auch wenn es die Gegner sind, ich muss sagen, es ist cool, wer geht ran? Der Typ, okay, der nächst dran ist. Also der geht zum Glück auch ran, so wie es aussieht. Ja, nützt uns bloß nichts, wenn wir verlieren. Die sind halt, die sind gut leider. Die sind nicht gut, die haben nur Glück. Okay, dann halt so. Boost. Ich hab Boost, aber zu viel. Ich krieg auch keine guten Power-Ups gerade. Ich krieg nur Tausch und Tornado und... So, jetzt? Schade, ich hab gedacht, das wäre eine Vorlage, zumindest. Ja, war auch eine Vorlage, aber... Ah, fuck, da hat einer mit mir getauscht. Ich tausch zurück. Oh, ist gerade keiner da, mit dem ich tauschen kann. So, du da... Leih mir kurz mal deine Position. Oh, warum hätte ich die ganze Zeit getauscht, Mann? Los, komm. Hier wird gerade nur losgetauscht. Nein! Ja! Das passt, ja! Hat er es doch noch hingekriegt. Da hat er noch gezogen und... Oh, sehr schön. Ja, das war etwas glücklich, aber manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Gehst du ran? Jo. Warte kurz mal. Jetzt reicht's. Wenn mich irgendwer anschubsen will, dann soll er das jetzt bitte tun. Du bitte nicht. Okay, mein Power-Up hat aufgehört und das vom anderen hat mich zerfetzt. Ah, fuck, wie konnte ich den verfehlen? Na komm schon. Hier, ich brauche mal kurz dein Auto, Kumpel. Ich bin schon wieder platt. Fahren die aber auch wie die Verrückten. Ja, ich glaube, mit Verkehrsregeln ist hier nicht viel. Die blinken noch nicht mal. Ich finde, die könnten ruhig blinken. Ob man das überhaupt sehen würde? Ich glaube nicht, ne. Was ist denn... Oh Gott, ich habe versehentlich Ballcam angemacht. Wie mache ich Ballcam aus? Ah, Y. Okay. Das hat mich gerade irgendwie kaputt gemacht. Du spielst ja, glaube ich, mit Ballcam, ne? Ja, ich wechsle immer hin und her. Ah, okay. Entschuldige. Weil Ballcam ist so überhaupt nicht. Oh, überhaupt mein nicht Gott. Meins. Ich wollte noch einfrieren, aber es hat leider nicht geholfen. Ja, der wurde rausgeboxt. Ja, das war absoluter Mist hier. Nicht. Wir können doch hier nicht gerade einfach nur auf die Schnauze kriegen. Oh, das ja, gibt's doch nicht. Wir tun halt nicht genug dagegen, um es zu verhindern. Ich verfehle aber auch gerade. Ich spiele gerade richtig kacke. Oh, ich hatte auch nur in der Gegend rumgeschleudert gerade. Gleiches. Der Tornado hat mich gerade auch mit weggefegt. Ich werde mich umgeschubst. So, komm. Oh. Fuck, und ich werde noch getreten. Ja, geil. Nein. Hat mein Magnet noch was gemacht? Nee. Shit. Cheater. Ah. Mein Gott. Das lief echt nicht gut. Also dieses Match ist nicht unser Match. Nee, bei weitem nicht.
fühle mich aber auch irgendwie so ein bisschen so, als würden wir gerade zu zweit spielen. Ja, aber nicht mit mir. Das ist das Problem. Obwohl, so ein bisschen was mache ich mit, aber ich habe nicht so das Gefühl, ich bin wirklich effektiv. Was kriege ich? Pömpel, perfekt. Nein! Nicht mal mit dem Pömpel schaffe ich's. Los, komm. Und nein! Oh, du hast noch geschafft, sehr schön. Ja. Oh, Halleluja. Ich glaube, es war jetzt das zweite Mal, dass ich einen Boxhandschuh gekriegt habe in diesem Spiel. Ja, guck dir die doch mal an. Die sehen schon aus, als hätten die mehr drauf als ich. Die hatten nicht so viel drauf. Die haben halt nur irgendwie nicht verteidigt. Das war das Hauptproblem. Ja, die konnten aber verteidigen im Gegensatz zu mir. Soll mir ja keiner nachsagen, was wäre meine Stärke zu verteidigen. Ach, das ist selten eine Stärke von irgendjemandem. Es ist genauso wie im letzten Stream hier One Piece. Sneaken. Einfach straight reinrennen. Verteidigung ist nicht meine Stärke. Ich bin mehr so der Reinrennen- und Draufhau-Typ. Oder vergiften. Vergiften kann ich auch gut. Hilfe? Was los? Normal fragt er mich immer, wenn du ins Hauptmenü gehst, ob ich mit will. Das passt schon. Wir suchen weiterhin nach einem Spiel. Okay, ich habe jetzt einfach mal auf Hauptmenü gedrückt, aber Suche läuft, ja. Weil normal fragt er mich immer, ob ich mit dir ins Hauptmenü gehen will. Jetzt warst du raus, aber ich war noch da. Ja. Wer ist denn eigentlich alles da? Mal melden. Ja, meldet euch mal. Lasst euch mal hören. Die Leute vom Medi dürfen auch gern die Solerva schmeißen. Andere Leute, sagt einfach was. Ich habe ja hier keine eigenen Emotes. Und wenn, wäre es die Stream-Verzelle. Und vielleicht das Party-Bumpel. Oh. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Keiner da? Komisch, mir wird angezeigt, dass 8 Leute zugucken. Oh, schön, das Stadion. Alvarez schmeißt die Solerva. Schön, dass du zumindest da bist. Moin. Also, es ist das Stadion hier, wo hinter den Toren noch Platz ist. Achso, Seraphis ist auch noch da. Okay, guter Start. Und wie hinter den Toren ist noch Platz? Oh, ich sehe schon. Ja, die Tore sind freistehend. Stimmt. Hier habe ich einmal gespielt, glaube ich. Ich gehe jetzt mal ran. Ich weiß nicht, ob Lineboy geht auch dran. Ja. Okay. Dann kann ich mich zumindest darauf verlassen, dass der rangeht. Wahrscheinlich denkt der sich jetzt genau das Gleiche. Und dann gehen wir beim nächsten Mal beide nicht dran, weil wir jeweils denken, der andere macht. Oh Gott. Es darf nicht wieder so beginnen. Tut's doch nicht, wir haben doch schon ein Tor auf dem Kasten. Ja, das stimmt. Oh Mann! Hat aber gerade jeder einen Boxhandschuh, ey. Ich leider nicht. Wann krieg ich denn mal meinen Boxhandschuh? Weiß ich leider nicht. Demnächst. Wann hast du Geburtstag? Einfach mal so Boxhandschuh. Am 31. habe ich Geburtstag. Alles klar. Bam! Ich liebe es. Oh, der Platz hinter den Toren ist auch so ein bisschen belastend. Stellenweise, oh Gott. Da sind wir uns. Oh nein! Nein. Kabin. Alles klar. Schon wieder kein Boxhandschuh. Ja, aber diesmal hatte ich einen. Na, immerhin.
Vorsicht, da ist einer mit Überspeed und würde gerne ordentlich Explosionen verursachen auf diesem Spielfeld. Ja, wer würde das nicht gerne? Ich habe auch so einen Enterhaken. Ah, fuck, falscher Winkel. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass das Tor nicht ganz hinten steht. Oh, wer hat den... Oh, Mann! Ich habe ihn hochgeschleudert, sorry. Kannst du den vielleicht mal in Richtung Tor schießen, irgendwie? Nur so ein Stück. Hab ich dir gerade das Tor geklaut? Ich glaube ja. Tut mir leid. Tut mir leid, es war keine Absicht. Okay. Das ist aber kräftig mitgehalten. Ja, das war eine Leistung, finde ich auch. Ja, ganz schön lang rangezogen, der Kerl. Oh shit. Ich dräng Dark Knight ab. Wenn ich schon aktiv keine vertretbare Position habe, dann zumindest damit, dass ich den Gegner wegdränge. Nein! Nein! Ich habe noch erwischt, aber es hat nicht gereicht. Nein! Das gibt's doch nicht, das war so gut. Oh, es war echt so gut. Das wäre so gut gewesen. Ich hab ja sogar noch angeschnitten. Ich hab die ganze Zeit mich auf der Lauer gehalten vor dem verdammten Tor. Die ganze Zeit habe ich gewartet, bis ich diese blöde Berührung kriege. Ah. Verdammt. Ein Zentimeter zu hoch und der knallt an der Latte ab, das gibt's nicht. Krieg ich jetzt auch mal einen Boxhandschuh, bitte? Nein, schon das dritte Tauschen in dieser Runde. Jetzt? Ich krieg einen Stiefel. Ich will aber nicht tauschen. Ich will einen Boxhandschuh oder einen Stiefel oder irgendwas, was nicht schlecht ist. Okay, Ballmagnet geht auch. Ja, benutzt halt jemand seinen Boxhandschuh, um den Ball so weit wie möglich von mir wegzukriegen. Oh. Ah, zum Glück hat er mit seinem Magnet Mist gebaut. Mist und Magnet fängt ja auch beides mit M an. Fuck, ich war doch dran! Ja, jetzt sind meine Spikes leider verschwendet und ich auch. Aber egal, wir müssen ja bloß ein bisschen Zeit schinden, theoretisch. Nur. Tschüss. Kann mich mal jemand treten? Ah, shit. Wie kann das denn sein? Nein! Wie kann das denn sein, ey? Das gibt's doch nicht. Ich wollte den noch treten und der andere hat mich abgedrängt. Guck. Was für ein Sack. Das gibt's ja nicht. Fuck, ich war nicht schnell genug. Schade. Verdammt, mein Ballmagnet hat aufgehört. Zack! In der letzten Sekunde noch eins. Hat schon keiner mehr mitgerechnet. Da macht er in der letzten Runde noch einen rein. Nein! Oh! Oh! Oh Mann, ich wollte ihn noch an mir feststacheln. Schade, schade, schade. Hat das eine Tor in der letzten Sekunde nicht noch gereicht? Nö. Ah, ich habe die Kiste gekriegt. Aber ich habe keine Schlüssel für die Kisten.
Tja, ich habe noch zwei Schlüssel, aber ich gebe dir die nicht. Ja, ich brauche sie ja auch nicht unbedingt. Ich brauche jetzt nur noch eine Kiste. Das ist das, was ich brauche. Ich würde dir ja meine geben. Obwohl, kann man von dem Event vielleicht Schlüssel kaufen? Nee. Beim letzten Mal gab es einen Schlüssel. Man kann sich von dem Event aber eine Kiste kaufen. Erfahrungsanstieg kann man sich kaufen. Beim einen Event konnte man sich auch was Dings kaufen. Frechheit. Ich habe nicht mal genug Kassetten für irgendwas. Okay. Nee, ich habe auch keine Kassetten. Ich habe nur 98, das reicht nicht so ganz. Oh ja, es ist die normale Version von Wasteland. Die flache Version. Ja. So. Wer ist bei uns? Bei uns ist Danelius. Danelius. Guten Tag, Danelius. Ja. Er geht an den Ball. Ein guter Anfang, Danelius. Gefällt mir. Ich möchte nur mal anmerken, dass ich in der gesamten letzten Runde keinen einzigen Boxhandschuh gekriegt habe. Aber dafür hast du genug Tore gemacht. Du hättest alle gemacht, hätte ich dir nicht das eine geklaut. Nee, das erste hat der auch gemacht. Vorlage? Keine Vorlage? Nee, war ich leider nicht nah genug an der Geschichte dran. Also wer auch immer da gerade getauscht hat. Items? Wozu brauche ich Items? Ja, du schaust so. Willkommen in der Donnerkuppel. Ja, genau da sind wir jetzt. Mad Max. Thunderdome. Welcome to the Thunderdome. So hieß tatsächlich ein Rocket League Event, was ich mal gecastet habe. Echt? Rocketeers Thunderdome in der Audi City in Berlin. Oh. Das war spaßig. Sollte ich mir vielleicht auch mal irgendwann angucken, wenn du mal wieder was machst. Auch auf die Gefahr hin, dass ich was lernen könnte. Zack. Nee, der... Ah, Dreck. Verdammter Tornado. Ah, das reicht auch mal. Nee, es reicht nie. Oh Gott. Krieg ich mal einen Boxhandschuh, bitte? Ich hätte auch gerne einen. Oder zumindest einen Pömpel oder sowas. Gerade einen Ballmagneten, damit habe ich gerade mal ein bisschen davon abgehalten, ein Tor zu schießen. Oh, Ball eingefroren, Dreck. Ja, ich habe keinen Boost. Wir sind dran, also er ist dran, mehr als ich. Ich kann bloß Leute kaputt machen. Mal wieder. Vorsicht, da muss einer ins Tor. Parade! Macht einer den Schuss? Dreck! Ich konnte nur den Typ treten. Ja, wir kriegen gerade richtig nutzlose Items teilweise, ne? Ach, fuck. Oh nein! Ich kann nur Gewalt gegen Gegner anwenden, nicht gegen den Ball. Was soll denn der Mist? Ich hatte jetzt, glaube ich, zweimal das, dass ich einen Gegner schade. Einmal Tornado. Und am Ende ein Tritt gegen Gegner. Ja, ich hatte bisher nichts. Ich krieg immer nur Ballmagnet und Tauschen. Das ist das Einzige, was ich in letzter Zeit kriege. Ballmagnet wäre mir schon deutlich lieber. Ich will schon wieder tauschen. Ich will nicht mehr tauschen. Es reicht jetzt mal mit dem Tausche. Fuck. Ich benutze das Tauschen halt überhaupt nicht mehr mit Strategie oder sonst irgendetwas. Du willst einfach nur loswerden, ne? Weil ich ja der Meinung bin, dass es da gar keine Chance. Jetzt hatte ich einmal einen Handschuh und du machst ein Tor? Es tut mir leid. Ich habe einmal den Handschuh gekriegt. Du siehst mich vielleicht gleich noch von hinten anfahren. In der Hoffnung, dass ich es noch schaffe. Du hättest mir einfach das Tor klauen sollen. Es ist mir egal, ob du mit Tor geklaut hast. Ja, aber ich war nicht in Reichweite. Geh ran. Das
das Getausche will ich auch nur loswerden. Tauschen, finde ich, ist das Schlimmste aller Items. Ja, ja, das ist einfach nervig. Ich habe kein... Oh, oh, da hat einer Mega-Modus. Braucht die richtige Position. Das sollte passen. Okay, hat nicht ganz gepasst. Ja. Ich habe dir den einen Oschi noch weggestiefelt. Sehr schön. Boah, jetzt wurde ich weggestiefelt. Ich fahre am Ball vorbei. Oh ja. Bäm. Ich hatte wieder einen Handschuh. Ich wurde beschleunigt und du machst Tor. Ich erkenne ein Muster. Guck, da wurde ich weggetreten und du machst das Tor. Tja. Ein Muster ist erkennbar. Es tut mir wirklich leid. Ich mache das nicht absichtlich. Ja, macht ja nichts. Das bedeutet einfach bloß, ich brauche mehr Handschuhe. Ja, wenn du einen Handschuh kriegst, schießt dich ein Tor. Fuck, ich wurde beschleunigt. Nein, ich will nicht. Ich werde auch beschleunigt. So, hast du bald einen Handschuh? Vielleicht? Ich hoff's. Also, in einer Sekunde kriege ich was. Pömpel. Oh, ich hab schon wieder tauschen. Na fuck, ich hab das Tor verfehlt. Kriegst du ihn rein? Nee, leider nicht. Ja, ich hatte ja auch keinen Handschuh, ne? Ah, nee, da kommt einer mit dem Handschuh. Also, ich muss jetzt mal mein Tauschen loswerden, so. Oh, fuck! Oh je. Ich krieg das mit dem Springen nicht hin. Monkey die Neuros? Monkey die Ruffy, bist du das? Haust du uns gerade hier in die Nase krumm? So, kann. Nee, okay, ich fahr. Nee, man fahrt ja, das fahrt ihr beide. Ach, okay. Ja, besser als. Oh. Hab ich getroffen? Besser, fast? Du warst fast getroffen, ja. Oh, mach doch die Kugel rein. Krieg die Kugel mal vors Tor. Krieg einfach die Kugel vors Tor. Okay, ich gebe mein Bestes. Ah, Dreck. Zu weit weg. Ich hab einen Handschuh, Mann. Ich hab sie vors Tor gekriegt. Oh, nein. Oh, ich wurde getauscht. Das ist schlecht. Fuck. Ballmagnet. Fuck. Nein. Oh. Ich hab den einen, der im Tor ist, beschleunigt. Ich krieg den Ball weg. Ich krieg ihn nicht rein, aber ich krieg ihn weg. Jawoll, doch, du kriegst ihn rein. Tja. Wie? Guck, ich wollte ihn einfach bloß weg haben. Der Tornado! Tornado! Gut. Au. Das Spiel ist eh vorbei. Alter. Ja. Puh. Gott, krieg ich einmal einen Handschuh und dann kriegt keiner einen Ball vor das Tor. Scheiße, ey. Ich bin Taktiker-Vollstrecker, oder? Finde ich gut. Vollstrecker will ich immer sein. Wer will denn nicht Vollstrecker sein? Ich hab ein Tor hingekriegt. Ein Tor. Ich mag es auch voll, mich zu strecken. Wer Tor, nicht? Tor. Ja, Tor. Wer ist hier der Tor? Tor. Ja, so eine Tor, ne? Nur eine Tor, ja. Ist doch der Vollstrecker. Oh ne, ist schon wieder die Map. Throwback, ja. Ich hätte auch was mit Throw, aber es ist eine andere Richtung als Back. Ja, vor allem Throwback. Ich meine, ich finde die Map ja gut. Einfach weil Throwback heißt ja nicht im Sinne von, du kannst einen Ball hinter das Tor schmeißen. Throwback heißt im Grunde wie eine Reise in die Vergangenheit. Ja. Denn, was viele ja nicht wissen, ist, dass Rocket League einen Vorgänger hatte. Mit dem unglaublich super geilen Namen Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battlecars. Das ist ohne Scheiß der Name des Spiels. Warum Supersonic auch nicht? Acrobatic Rocket Powered Battlecars. Und in diesem Spiel gab es eine Map, die hieß Stadium. Und in der sahen die Tore genau so aus. Fuck, ich wurde getauscht. Das Spiel war generell viel experimenteller als Rocket League, weil okay. da gab es auch Maps, die nicht einfach nur im Kasten waren. Sondern zum Beispiel hast du auch ein Piratenschiff. Fuck drüber. Auf der Tornado hat's versaut.
hast du Fußball gespielt oder okay, ja, oder finde ich eigentlich auf einem cool. dicken Donut. Ja. Was für ein völlig bekloppter und Name. Ja, aber das klingt nicht schlecht. Also der Name schon, aber der Rest nicht. Der Name ist geil, okay? Der Name ist fantastisch. Meinst du nicht, der ist ein bisschen lang? Nein, der ist genial. Weißt du, was du gleich mal machen musst? Du hast ja Controller, ne? Ja. Gut, dann geh mal nach dieser Runde aus dem Spiel raus. Starte es neu und während dieser einen Phase, wo dieser ganze legalesische Mumpitz angezeigt wird, da drückst du mal den Konami-Code. Weißt du, welcher das ist? Nope. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A und dann Start. Und kann den mal jemand retten, den Ball? Oh. Ich war leider nicht mehr dran. Sag uns doch einfach, was passiert. Dann ändert sich das Logo von Rocket League nämlich auf das von Supersonic Acrobatic Rocket Fall Battle Cars. Und im Hintergrund spielt sich das Hauptmenü-Lied von Supersonic Acrobatic Rocket Fall Battle Cars an. Und es ist ein super geiles Lied, in dem die nämlich singen Supersonic Acrobatic Rocket Fall Battle Cars. Und es ist einfach so gut. Es ist einfach so gut. Okay. Oh, dieses Getausche geht mir so. Super, super. Ja, leider nicht. Leider nicht Super Sonic genug. Dieses Drecksgetausche. Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe noch versucht zu retten, sorry. Ja, schade. Ah. Komm, hol ihn dir. Wie schaffst du es, diesen Namen so oft auszusprechen, in dem Tempo, ohne einen Fehler zu machen? Was? Ja, das ist einfach Übung. Übungssache. Stopp den einer! Wer hat den noch beschleunigt? Ich war es nicht. Ich war es auch nicht. Boah, das war unser Depp. Den nenne ich jetzt so. Das ist unser Depp. Ja, anders kann man den ja auch nicht beschreiben bei so einem Namen. OQVV7. Aber was hat denn der eigentlich? Das ist bekloppt, ey. Generischer Name Nummer 3. Der Typ, der da mit Vollspeed auf unser Dot zurast und einen Ball an sich kleben hat, wäre es, wenn ich denen so einen richtig geilen Speedboost gebe. Das wäre doch jetzt fett, ja. Oder? Das ist so, als ob du sagst, oh, ich glaube, der versucht mich zu ermorden. Ich denke, ich sollte ihm eine Waffe schenken. Fahr doch mal in den Rang. Sehr gut. Einfach bloß, weil jeder weiß, dass man Leute, die gegen einen arbeiten, doch dringend unterstützen sollte. Auf jedensten Fall. So, keiner am Tor. Gut, dass die das verkackt haben. Ja. Okay, ich habe eine Idee. Aber da müsste ich nicht abgedrängt werden. Okay, fahr. Oh. Kannst du mir den kurz vors Tor schaffen? Ja, perfekt. Ja, da ist er. Fuck, die haben den immer noch abgewehrt. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's echt nicht. Wie ist das überhaupt möglich? Fuck. Komm, jetzt ist alles egal. Oh Mann! Boah. Das ist doch echt nicht deren. Guck mal, wie oft haben die denn blöden Boxhandschuhe? Der dritte! Ich hatte nicht einen! Ich habe seit 3 Spielen keinen mehr gehabt. Doch einmal einen, aber der war nutzlos. Ja, die letzten, die ich hatte, die waren alle deine Tore. Das gibt's doch nicht, ey. Die haben halt alle 3 einen Boxhandschuh gekriegt. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, ich habe langsam das Gefühl, die kriegen unsere Boxhandschuhe mit. Ja, anders kann es ja nicht sein. Okay, das war das dämlichste Tor des Jahres. Oh ja.
Aber immerhin, es war ein Tor. Aber das hat es halt auch mal gebraucht. Zum Glück ging der übers Tor. Bitte, irgendjemand. Nein. Wird getauscht. Ja, kannst du voll vergessen. Ich habe auch gerade kein Nitro. Ich möchte bitte einen anderen Mitspieler als unseren Depp. Oh, bitte, bitte, bitte noch. Nein, das gibt's doch nicht. Und bitte ein paar Gegner, die ein bisschen schlechter blocken können. Und ein bisschen weniger Glück haben. Das war knapp. Die sind ja nicht mal gut, das ist ja das Problem. Ja, blocken konnten die schon gar nicht mal schlecht. Also so viel muss man ihnen leider zugestehen. Sie können blocken. Oh mein Gott. Dachaufsatz. Naja, bis sie Kram bekommen. Ist okay, ist in Ordnung. Interessiert mich nicht. Ergebnisliste verbergen. Ich bitte darum. Nein, machen wir nicht. Unser Depp hat ja auch den besten Ping überhaupt. Oh ja, absolut. Der blinkende Ausrufezeichen-Ping. Ist es nicht immer schön, wenn Ping mit einem Ausrufezeichen, mit so einem Warnschild und rot oder orange blinkend ist? Das ist immer ein gutes Zeichen. Okay, was passiert hier? Neues Level. Ich bin irgendwie raus. Nee, jetzt bin ich wieder drin. Ich habe keine Ahnung. Ja, bist du wieder drin. Ist alles gut, alles gut, alles gut. Ich verstehe teilweise nicht, was hier passiert, aber es ist in Ordnung. So, wir haben frischen Rasen in unserem Team. Ja. Tun wir mal so. Tun wir mal so, als wäre es Rasen. Oh fuck. Ja, ist doch schön. Ich schieße den direkt auf unser Tor. Ja, vielleicht besser, wenn du das nicht tust. Aber eben passieren mal Fehler. Ich glaube, die Gegner haben mich bezahlt. Oh Gott. Wenn ihr spendet, mache ich Tore. Was haltet ihr davon? Einfach mal die Leute bestechen hier. Problem ist, das kann ich nicht halten. Das heißt, braucht auch nicht spenden. Machen wir es doch eher andersrum. Wenn ich ein Tor mache, spendet einer. Hör mal auf, nach Spenden zu betteln hier. So. Also. Ja, ich muss ja jetzt Versicherung bezahlen. Das ist ein bisschen nervig. Das kostet mich halt mein komplettes Freizeitbudget. Wenn die Leute spenden wollen, dann spenden sie. Ja, ist ja auch nicht ernst gemeint. Ist mir klar, dass keiner spendet. Obwohl, ich habe eine Spende ja tatsächlich heute bekommen. Danke dafür nochmal. Ist aber nicht nötig. Ja, oh, Boxhandschuh. Nein, das gibt's doch nicht. Am Pfosten geht der. Das ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Da geht der einfach an den Pfosten. Da kriege ich mal einen verdammten Boxhandschuh und dann geht der an den Pfosten. Ich will ich nicht. Ich hab Boxhandschuh. Mehr. Schaff ihn mir vors Tor. Ich versuch's. Ich hab's gerade versucht. Ich wurde weggekickt. Okay, der Typ mit dem Ballmagneten kriegt ihn gleich vor das Tor. Okay. Achtung, Achtung, jetzt, Baller. Jawohl. Ja, ich wollte noch einen passenden Winkel haben. So, also ihr schuldet mir jetzt schon mal 2 Euro. Ja, jetzt kommt er hier raus, hier, 2 Tore. Wenn es um Geld geht, Wolf ist da. Wow. Ich kann leider gerade nicht definieren, wer das Zitat gesagt hat. Sparkasse. Nein. man kann alles schaffen, man benötigt nur die passende Motivation. Keine Ahnung. Das sagt mir irgendwie jeder dritte Motivationstrainer. Das auch. Boah, da sind schon wieder 2 Boxhandschuhe von mir angekommen. Aber ich glaube, im Originalzitat war es tatsächlich bezogen auf Geld. Dann sollte man das Zitat vielleicht anpassen.
Man kann alles schaffen gegen die richtige Bezahlung. Das passt schon eher. Ja, das Problem ist halt, Zitate kann man so schlecht anpassen. Weil dann sind es keine Zitate, sondern Paraphrasierungen und das ist so schwer auszusprechen. So, ich habe fast das komplette Gegnerteam zerstört. Jetzt muss doch was gehen. Warte, ich will auch. Lass mich die doch mal killen hier. Oh Gott, ich komme nicht mal an die ran. Ich habe auch gerade meinen Fisting-Modus gehabt, aber... Ja. Ich wollte den eigentlich ins Tor ziehen. Guck, ich bin da extra rein, um den zu holen. Und da hing mein Pömpel dran. Wie viele Tore hast du mir jetzt schon geklaut? Keine Ahnung. Erst zwei oder drei. Bin ich mir nicht ganz sicher. War nur zwei? Ich dachte, es wäre schon das dritte gewesen. Kann auch sein, dass es schon das dritte ist. Wenn ja, dann habe ich dir drei Tore geklaut. Also ich weiß, zweimal hast du einen Pömpel und einmal war es ein Magnet. Naja, stimmt. Okay, dann war es das dritte. Okay, ja. Ich habe Boxer. Das mit dem Magneten war halt besonders heftig, weil du hast ja mit dem Magneten nicht mal irgendwas gemacht. Ja. Du hast selber nur berührt den Ball. Ja, mit dem Pömpel ja auch. Mit dem Pömpel habe ich dir auch einfach nur den Ball geklaut. Und nichts Sinnvolles damit gemacht. Jetzt habe ich tatsächlich meinen zweiten Boxhandschuh versiebt. Oh ja, jetzt bin ich beschleunigt. Autsch. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Okay, drehen. Wenn der den richtigen Winkel hat, kriege ich ihn rein. Guck dir das an. Du spielst den Ball, der Typ steht im Weg, psch, weg. Du willst den Ball blocken? Ich glaube nicht. Und der andere hing ja noch hinten dran, ne? Unser Mitspieler. Oh Gott, keiner ist an den Ball gegangen. Ich dachte, er geht an den Ball. Weil er geht sonst immer an den Ball. Falsch erwischt. Bremsen. Oh. Das wird ein Tor für die. Nee. Oder auch nicht, weil sie nicht schießen können. Die können nicht mal mit dem Handschuh schießen. Oh Gott. Krieg mal einen Ball vor das Tor, bitte. Hätte ich Nitro bekommen, hätte ich's gemacht. Wo ist der Ball? Vor unserem Tor. Das ist nicht das Tor, was ich meinte. Ja, ich wollte eigentlich mit meinen Stacheln rausfahren, aber egal. Komm. Die brauchen auch ein Erfolgserlebnis. Ja. Wow. Verdammt! Der hat mich als Tee benutzt für sein Golfspiel. Ja, wir waren halt auch alle drei auf einem fetten Haufen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn das passiert. Das stimmt wohl. Boah, Dreck. So, krieg mal wieder einen Ball vor das Tor, bitte. Das ist kein Boxhandschuh. Dreck. Wer hat da den Pömpel gerade auf den Ball abgefeuert? Ich nicht, ich hab Eis und heb mir den eigentlich auf, bis ich den passenden Moment hab. Kommt gleich. Jetzt! Ach, Dreck. War aber gut. Ja, war ein guter Versuch. Also knapp war das nicht, ne? Nee, nicht. Frischer Rasen. Frischer Rasen hat knapp gesagt. Frisch gemähter Rasen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ein Kumpel von mir spielt tatsächlich auch gerade Rocket League, sehe ich gerade. Ach, tatsächlich. Dann könnte ich eigentlich auch fragen, ob er Bock hat. Am Wochenende bei meiner Geburtstagsfeier. Ist ja wahrscheinlich jetzt mein letztes Spiel, weil ich muss noch was erledigen und dann ist auch. Ja, der Stream geht auch lang genug. Ja, eben. Ja, nee, ich meine eigentlich, den könnte ich eigentlich fragen, ob er am Samstag mitkommen will. Ach so. Da du ja ausfällst. Ich habe kein Nitro, ich komme nicht dran.
Ja! Sehr schön. Super. Na gut, Geburtstag vorbei. Ich bin müde. Gute Nacht. Gute Nacht. Mach's gut. Danke, dass du nochmal rübergekommen bist. Ich habe ihn verfehlt. Nein, wer hat den eingefroren? Ich war das nicht. Nein! Was gibt's hier? Jetzt ist gerade alles schief gegangen. Ich wollte ihn noch wegkicken. Ich habe ihn weggekickt, aber leider hatte der Ball schon genug Schwung. Das ist das Problem mit dem Magneten. Ne? Wenn du jemanden wegkickst, dann besteht die Verbindung zum Magneten nicht lang genug, dass sich dieser Kick halt auch auf seine Position wirklich groß auswirkt. Oh, der kommt gut. Der ist drin. Nein! Schade. Jemand noch rangemusst. Oh, Dreck. Jemand ran. Oh. Ich wurde leider abgedreht, sonst hätte ich noch's geschafft. Wäre ich nicht davor noch abgedreht gewesen, hätte ich den Speed noch gehabt. Glaube ich zumindest. Meine ich, wäre abgedreht worden. Verdammt! Nein. Los, komm jetzt! Hast du einen Handschuh? Nein. Ah, ein Pömpel. Jetzt habe ich einen Handschuh. Sehr schön. Ich verpasse eine Vorlage. Hast du zufällig... Oh, ich hatte gerade irgendwie einen Disconnect. Okay. Ich nicht. Sehr merkwürdig. Gerade aber wieder nichts gebacken. So. Ich hab leider kein Nitro. Nicht Torwart. Okay, warte mal. Ah, der kommt nicht genau. Den habe ich im falschen Moment gefroren. Los, komm schon. Nein. Völlig falsche Richtung. Boah, das gibt's doch nicht. Ah, das Match läuft nicht gut. Das Match läuft gar nicht gut. Von dieser Wandkriecher-Gilde hatten wir doch auch mal einen. Oder was ist das da drunter? Ist das ein Titel oder? Hä? Was? Ein Banner unter dem Namen. Ist es die Gilde oder ist es der Titel? Das ist der Titel. Ah, okay. Ich dachte, es wäre die Gilde.
ich wurde abgedrängt. Hab ihn. Okay. Eindeutig nicht gut im Ranked. Okay. Gut. Nein, 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 nicht tauschen. Hab Stimmen, um aufzugeben. Ja, ich glaube, ich stimme zu. Aber es sind ja eh nur 35 Sekunden, also. Ja. Das war nix. Na gut. Dann. Ja, war das ein angenehmer Stream? Ja, es war schön. Danke für den tollen Geburtstag. Auch danke an alle Gäste, die da waren. Nochmal ein. Großen Dank an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Danke an den Medi, dass er nochmal reingehostet hat. Danke an alle Leute von Medi. Und ein kleiner Dank geht an die an die Leute, die jetzt auf YouTube zuschauen. Da geht nur ein kleiner Dank raus, außer ihr spendet jetzt noch nachträglich. Oh Gott. Nein, ist nur Spaß. Ja, danke, dass ihr zugesehen habt. Danke, wenn ihr ohne Adblocker geschaut habt, dass ihr die ganze Werbung ertragen habt. Da kommt ja auf so einen langen Stream eine ganze Menge zusammen. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich schalte tatsächlich auf Streams weniger Werbung als auf den Rest, ne? wenn ich das in der normalen Taktung von normalen Videos machen würde, ne? Also so ungefähr alle 10 Minuten. Ja. Ja. Deswegen, bei Streams ist ja immer so 15, 20 Minuten. Na gut. Gut, Leute. Danke, dass ihr zugesehen habt. Danke für den tollen Geburtstag. Und We Need To Go Deeper machen wir dann zu dritt, würde ich sagen. Wann anders? Ja, würde ich auch sagen. Und ich hoffe, du hattest auch etwas Spaß bei dem Stream heute. Ich hoffe, die Zuschauer hatten Spaß. Und wird mal wieder ein Stream geben. Jo. Also gut, Leute. Bis dann. Tschö. Macht's gut. Gute Nacht allen. Schlaft gut.